Also jetzt sage ich Ihnen mal was, ja? Putzen ist für Männer viel zu gefährlich. Das sagen nicht nur faule Männer, sondern auch, und das ist natürlich viel wichtiger, Forscher der Freien Universität von Brüssel. Nach der Auswertung der Sterbedaten von ungefähr 200.000 männlichen und 60.000 weiblichen belgischen Reinigungskräften aus den Jahren 1991 bis 2001, also 10 Jahre lang. Ja? Dabei zeigte sich, dass das Sterberisiko bei den professionell putzenden Männern um 45% höher liegt als bei Büroangestellten. Ein Wahnsinn, oder? Bei den weiblichen ist es allerdings nur 16% höher. Verantwortlich dafür, für diesen hohen Unterschied, ist der leichtfertigere Umgang der Männer mit Putzmitteln. Das haben die Forscher herausgefunden. Das starke Geschlecht verwendet diese nämlich häufig falsch und verzichtet auf den Einsatz von Handschuhen und Atemschutzmasken, weil sie eben risikofreudiger und leichtsinniger sind. Ja? Zudem schätzen sie die Zusammensetzung der Chemikalien falsch ein und mixen Substanzen zusammen, die giftige Dämpfe erzeugen. Ja, da sieht man es mal wieder. Und diese Kombi hat laut der Studie oft schwerwiegende Folgen. Tatsächlich Lungenembolien, Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind eben die Krankheiten, bei denen Reinigungskräften am häufigsten auftreten. Noch schlimmer sieht es übrigens aus bei Männern, die in den eigenen 4 Wänden den Putzlumpen schwingen. Die wissen nämlich noch weniger über die verwendeten Utensilien und setzen sie noch bedenkenloser ein.